Ja, und eine weitere Anlage in einer wunderschönen sonnigen Gegend entsteht hier. Stockelbäue bei Villach. Ja, das ist mein Carport. So schaut das aus von unten. Hier offen. Die Paneele sind mit sogenannten Winkelprofilen nach oben geschraubt und unten auf dem Holz, man sieht es ja kaum, ist noch eine Folie, eine relativ starke Folie, dass das Wasser, falls es eintretet, nicht auf das Holz kommt, sondern mit der Kapillarwirkung nach unten abrinnt. Hier musste ich verlängern und der Rest ist überall eben mit den Winkelprofilen angeschraubt. Man sieht es durchgehend. Hier oben habe ich dann immer auf den Kanten diesen MS-Polymer, einen sogenannten beweglichen Kleber, Silikonkleber reingetan, der nicht so massiv abhärtet und der farbbeständig ist. So schaut es dann von oben aus. Also die Spurenlänge ist immer wieder auf das Maß der Dings abgestimmt gewesen. Also so 99 cm, also ein Meter, müssen halt nachher die Träger vom oder die Leimbinder besser gesagt nachher vom Zimmermann halt abgestimmt werden. So schaut es dann aus. Geschraubt haben wir es immer innerhalb, dass man die Verschraubungen nachher nicht so sieht. Optisch gesehen schaut es sauber aus. Kann man sagen, was man will. Und man spart sich die Deckung. So, 1,7 kW jetzt Ladeleistung. Du kannst du auswählen, wenn du es willst. Ja. Jetzt halt müssen wir das zusammenrahmen. Ja. Bitte? Ja. Alles putz. Jetzt hat wieder Dusche, nichts putz. Schau, was hat dort. Also, Moment, oder? Das Problem, oder was? Schauen wir mal, was ich jetzt so mitmache. Ja, jetzt da drüben geht es vielleicht, da ist kein Fang da, weil er hat ja SIM-Karten drin und wenn du bei der Mauer zu wie bist, geht er nicht. So, Johannes, du hast jetzt bei dir wieder einen Speicher installiert, weil nachdem du so viele Häuser hast, hast du auch so viele Speicher. Und ja, da haben wir jetzt eine gescheite Anlage gemacht draus. Ja. Die produziert natürlich jetzt auf Nacht nichts mehr. Ja. Aber da sieht man schon, wie das funktioniert. Mit Notstromintegration und so weiter. Und getestet haben wir es auch schon. Akku ist geladen. So, ja. Was sagst du dazu? Ja, hoffnungsvoll. Etwas teureres Gerät, aber optisch gesehen leichter zum Handhaben und irgendwie sympathischer. Also, das Gerät scheint mir sehr angenehm. Super, jetzt bist du gut aufgestellt. Anlage PV ist auch schon fast fertig. Ne? Fast fertig, ja. Vor allem noch 70 Paneele, kein Problem. 70, aber 3 kW sind schon oben. Ja. Ja, super, das heißt, über Weihnachten wirst du noch ein bisschen was aufbauen. Gell? Ja. Super, Jahr 2022 damit erfolgreich abgeschlossen. So ist es, ja. Super.